Sport für alle und noch vieles mehr. Der Startschuss für den ersten Vereinslauf in der Geschichte des SC Siebenstadt ist gefallen. Es hat mir super gut gefallen, es hat viel Spaß gemacht. Eigentlich fand ich schon immer, wenn ich hier bin, ist toll. Es war toll, das Gemeinschaftsgefühl, wir haben es alle ins Ziel geschafft und darauf kam es an. Gelaufen werden entweder 2,4 oder 4,8 Kilometer. Startpunkt ist natürlich das Sportzentrum Siebenstadt. Egal ob groß oder klein, jung oder alt, für alle geht es dann einmal durch den Bezirk zum Jungfernheidepark und über den Rohrdamm zurück ins Sportzentrum. Und auch der Vorstand und die Geschäftsführung lassen es sich nicht entgehen, mitzulaufen. Für alle drei Erstplatzierten gibt es dann natürlich auch Preise, unter anderem zur Verfügung gestellt vom Autohaus Berolina. Und alle Finisher erhalten eine Urkunde. Solche Feste machen unser Vereinsleben aus. Man sieht hier heute, wie das Hauptamt zusammenkommt, aber auch die ganzen Ehrenamtlichen, ohne die geht es nicht. Und die machen das Vereinsleben auch. Wir sind eine große Sportfamilie und es ist einfach toll zu sehen, wie viele Angebote wir hier heute haben und wie alle miteinander Spaß haben. Auch für das richtige Rahmenprogramm ist gesorgt, denn zeitgleich findet das große Vereinsfest statt. Viele Abteilungen des SC Siebenstadt stellen sich vor und bieten zahlreiche Mitmachangebote an. So kann man sich ausprobieren und den Verein noch besser kennenlernen. Die Resonanz spricht für sich. Die Kiddies sind regelrecht neugierig. Sobald wir aufbauen, kommen schon die Ersten und wollen loslegen. Es ist sehr attraktiv. Wir haben eine Menge angeboten, von den kleinen Ballpassen bis Tackling und alle anderen Sachen, die auch Spaß machen. Und das war natürlich heute unser Erfolg. Und wer dann noch nicht genug hat, der startet am Nachmittag einfach beim Vollmondmarathon oder Halbmarathon oder feiert einfach ausgelassen weiter. Hier beim SC Siebenstadt haben jedenfalls alle sichtlich Spaß. Und egal ob Lauf- oder Vereinsfest, es macht auf jeden Fall Lust auf mehr.